Halle, lass mich dich so ein bisschen in Gedanken entführen. Es ist Samstag, es ist 18.25 Uhr. Du stehst hier im Tunnel, hörst durch die Tür da die Atmosphäre von draußen. Was geht dann in dir vor? Ja, also ich glaube, jetzt geht emotional viel, viel mehr in mir vor, wie dann wirklich am Samstag, kurz vor Anpfiff. Kurz vor Anpfiff stehen wir meistens hier direkt im Tunnel, warten, bis der Schiedsrichter uns das okay gibt, dass wir auf den Platz langsam gehen, um dann ja die gegnerische Mannschaft zu begrüßen und ins Stadion einzulaufen. In dem Moment konzentriere ich mich mehr auf die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, versuche ruhig zu bleiben, nochmal in mich zu gehen und nochmal ein paar Situationen, die kommen könnten, im visuellen Auge durchzugehen, sei es Flanken, Rückpässe, Spielaufbau, gegnerischer Spielaufbau, was wir machen wollen, um dann einfach bestmöglich vorbereitet zu sein. Und gerade nochmal im Derby ist was ganz Besonderes, wo ich mich einfach versuche, ein Stück weit mehr zu beruhigen, weil es einfach emotional wird und man da eher die Gefahr läuft, dass man ein bisschen überpaced. Du wirst dann aller Voraussicht nach da vorne die Treppe hochgehen, auf den Platz laufen. Die Fans werden deinen Namen brüllen bei der Mannschaftsaufstellung. Hast du eigentlich immer daran geglaubt, in dieser Saison nochmal in die Startelf fix zurückzukehren? Ich habe daran geglaubt, aber viel mehr drauf gehofft. Also ich glaube, das beschreibt es am besten. Ich habe immer an mich geglaubt und habe immer darauf hintrainiert. Natürlich hätte ich gerne viel, viel mehr Spiele gemacht, aber ich bin jetzt einfach froh für das, was ich bekommen habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar für jedes einzelne Spiel, was ich bestreiten darf und versuche jedes Spiel einfach so gut es geht zu genießen und einfach auch die Emotionen, die Gefühle mitzunehmen und hoffe natürlich, dass wir am Ende der Saison ein erfolgreiches Ziel haben. Aber wie gesagt, jetzt freue ich mich einfach auf jedes einzelne Spiel, was ich bekomme und versuche das einfach bestmöglich und so gut wie möglich zu genießen. Ein Wechsel auf der Torwartposition ist ja immer ein sehr sensibles Thema im Fußball. Wie hat sich das auf euch teamintern, also Torwartteamintern, ausgewirkt? Es ist immer eine harte Entscheidung, weil es ist positiv für einen, negativ für den anderen. Und natürlich bin ich jetzt auch in einer Position, mich hat es jetzt positiv getroffen. Das heißt, ich bin ein bisschen euphorisiert und sehe die Sache vielleicht auch ein bisschen anders. Aber trotzdem ist der Schwolli ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ, der trotzdem jeden Tag sehr, sehr hart trainiert. Und so hat sich relativ wenig verändert im normalen Training, im Umgang. Aber natürlich birgt jede Beförderung für einen auch ein bisschen emotional negative Gefühle für den anderen. Aber im Großen und Ganzen der Zusammenarbeit hat sich bei uns eigentlich gar nichts geändert. Du hast es in der Vergangenheit häufig auch mit Kritikern zu tun gehabt. Jetzt bist du in 6 Spielen 5-mal mit einer weißen Weste vom Platz gekommen. Und auch dein Spiel mit dem Ball am Fuß gibt keinen Anlass zur Diskussion. Gibt es dir was, diesen Kritikern das Gegenteil zu beweisen? Natürlich freut es einen, wenn man den Kritikern das Gegenteil beweisen kann. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, über den Punkt bin ich ein bisschen hinweg. Wenn ich jetzt 5, 6 Jahre zurückblicken würde, dann wollte ich es allen zeigen. Ich wollte rausgehen und jeden, sage ich mal, zum Schweigen bringen und einfach mit guter Leistung überzeugen. Aber mittlerweile, ich glaube, ich habe gelernt im Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Und es gibt sowieso ein gewisses Schubladendenken. Es gibt politische Entscheidungen, es gibt journalistische Entscheidungen. Den einen mag ein bisschen mehr, den anderen mag ein bisschen weniger. Und so richtig fair ist es nun mal im Fußball selten. Und ich glaube, es gibt nur eine einzige Person, der ich es Tag für Tag, Woche für Woche beweisen will. Und das ist mir selbst. Und ich freue mich, dass ich mir selbst bewiesen habe, dass ich mir selbst gezeigt habe. Und ich glaube, dass dieser Weg einem auch persönlich dann am stolzesten macht. Du sagst es selber, du willst es nur dir beweisen, vor allen Dingen dir beweisen. 5-0 und das eine Mal, wo du nicht 0 gespielt hast, war definitiv dein Fehler. Wie sehr wurmt es dich, dass es auch hätte 6-0 sein können? Also natürlich wurmt mich jeder Fehler oder jedes Gegentor wurmt mich, aber trotzdem, wie ich bin ehrlich, ich nehme natürlich jedes Kompliment gerne an, auch jede Serie nehme ich gerne an und jetzt 5 Spiele zu 0 ist wahnsinnig toll, aber es tangiert mich relativ wenig, weil ich habe auch schon oft gesagt, ich nehme auch gerne einen Fehler dafür an, aber wir gewinnen dafür, wir müssen einfach in Siegen kommen und ich glaube, am Ende der Saison ist es dann auch egal, wie viele Spiele du 0 gespielt hast, solange wie du deine gewissen Punkte geholt hast. Und für mich ist es wichtig, am Ende des Spieltags oder am Ende des Spiels vor der Notkurve zu stehen oder bei einem Auswärtsspiel von den eigenen Fans zu stehen und einfach einen Sieg zu feiern. Und man hat das gesehen
gegen Stuttgart oder jetzt in Bochum, welche Emotionen das in einem freisetzt, was das für ein geiles Gefühl ist. Und wenn man ehrlich ist, redet dann am Ende des Tages keiner mehr, ob man zu Null gespielt hat, ob man die Torchance reingemacht hat oder wie viele Bälle man gehalten hat, sondern es zählen einfach nur die 3 Punkte. Welchen Anteil haben die 10 Spieler vor dir an dieser Serie, die wir genau da haben? Genau so einen großen Anteil wie ich. Es ist so, man ist dann der Glückliche in der Torwartposition, weil es die weiße Weste oder ohne Gegentor zu bleiben, kommt immer auf den Torwart zurück. Aber da gehört jeder Spieler dazu, wie ich selbst. Es geht vorne beim Stürmer los, es geht bei den Mittelfeldspielern und natürlich auch mit den Innenverteidigern los. Ich glaube, wir sind sehr, sehr stabil, lassen wenig Chancen auch zu. Wenn was kommt, dann muss ich da sein, das ist mein Job, auch der Mannschaft das zurückzugeben, was sie mir im Vorfeld geben. Ich glaube, was es so ein bisschen beschreibt, ist einfach dieser Team-Spirit, den wir geschafft haben zu kreieren. Und der trägt sich natürlich auch über auf die Fans, auf das Stadion. Und ich glaube, dass wir gemeinsam alle daran den gleich großen Teil haben an diesen Spielen zu Null. Du hast den Team-Spirit gerade selber erwähnt. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen so wie zum Ende in der Aufstiegssaison. Täusche ich mich da? Ja, ich denke, das wird die Zukunft dann zeigen, aber man spürt das, was entsteht. Und ich glaube, was wirklich die letzten Spiele für uns gesprochen hat, ist, dass wir nicht auftreten wie ein Tabellen-18er, sondern wir sind sehr selbstbewusst, wir sind sehr sicher in unseren Aktionen. Man spürt wenig Unsicherheit in unseren Aktionen. Das kann sich natürlich in den nächsten Spielen auch mal ändern, weil du wirst es nicht schaffen, über 17, 18 oder 19 Spiele immer konstant zu sein. Es wird auch mal wieder ein Spiel geben, was nicht so gut ist. Aber unterm Strich müssen wir einfach trotzdem unseren Weg weiter verfolgen. Und man kann in jeder erfolgreichen Phase natürlich Parallelen ziehen. Und als wir aufgestiegen sind, haben wir zum Schluss auch einen riesen Sport hingelegt, haben sehr, sehr viele Spiele gewonnen und positiv für uns bestritten. Und das versuchen wir jetzt natürlich auch. Aber die Gegner sind eine andere Kategorie wie letztes Jahr. Und in der Bundesliga ist es einfach so, dass jedes Spiel brutal schwer ist. Und hinzu kommt, dass wir natürlich letztes Jahr eine gewisse Qualität mit hatten, dem Gegner größtenteils immer überlegen waren. Jetzt haben sich die Rollen ein bisschen getauscht und wir sind immer so ein bisschen der Underdog, qualitativ gesehen. Aber Qualität ist nicht immer ausgangsgebend für erfolgreiche Fußballergebnisse, sondern da zählt dann auch oft, wie ich das schon oft gesagt habe, wie sehr du dein Herz auf den Platz lässt, wie viel gibst du, wie viel bist du bereit für deinen Nebenmann zu tun, wie sehr hilft dir dein Nebenmann und einfach dieser Team-Spirit. Und wenn wir den weiter schaffen, dann wird das, glaube ich, noch zum Ende eine positive Saison für uns. Auch etablierte Spieler sitzen derzeit auf der Bank, bekommen nicht ganz so viele Minuten, wie sie es vielleicht gewohnt sind. Du kennst es aus eigener Erfahrung ja auch. Wie bleibt man da positiv? Ich glaube, es ist natürlich, sind wir eine Mannschaft, aber trotzdem ist jeder auch individuell für sich und jeder will spielen. Und jeder hat auch den Anspruch zu spielen. Ich denke, man sieht auch, dass wir relativ ausgeglichen sind. Und natürlich tut es mir leid, wenn ich dann Spieler sehe, die in der letzten Saison überragend gespielt haben, die zurzeit nicht so die Chance haben. Aber ich glaube, wenn sie ihre Chance bekommen, werden sie sie nutzen. Und das ist auch so ein bisschen einfach der Lauf der Dinge im Fußballgeschäft. Du musst auf deine Chance warten, du musst sie nutzen und dich darauf vorbereiten. Und dieser ständige Konkurrenzkampf im Training bringt uns alle voran. Die spielen, müssen das Tag für Tag bestätigen und wissen natürlich auch, okay, wenn jetzt mein Konkurrent oder der Spieler auf derselben Position seine Chance nutzt, wird er wieder spielen. Und das ist, glaube ich, dann trotzdem am Ende des Tages, auch wenn es für jeden Einzelnen oder für die benachteiligten Person manchmal ein bisschen negativ ist, aber trotzdem sehr, sehr gut für uns alle, weil im Training schenken wir uns gegenseitig gar nichts. Da geht es richtig, richtig heiß her in jeder einzelnen Spielform, selbst in einer Passform und das tut dem Großen und Ganzen wahnsinnig gut. Es geht nun gegen unseren großen Rivalen, du hast es gerade schon angedeutet, inwieweit muss man vielleicht seine Motivation auch ein bisschen zügeln, um nicht zu überpacen? Ich glaube, gerade in solchen Spielen ist es einfach sehr, sehr hoch das Risiko, dass du überpacest, dass du vielleicht zu hart in den Zweikampf gehst, dass du schnell dir eine gelbe Karte abholst, vielleicht eine gelb-rote oder sogar einen Platzverweis. Gerade weil wir auch über das Kämpferische kommen, das ist das, was uns auszeichnet, das müssen wir weiter stärken, weiter ausbauen. Wir wissen, dass wir nicht die Mannschaft sind, die den besten Ballbesitz-Fußball spielen oder sich jede Chance mit einer Leichtigkeit rausspielt, sondern wir wissen, wir kriegen wenig Chancen im Spiel, die müssen wir knallhart nutzen und wir wissen, dass wir uns in jeden Ball reinwerfen müssen, als ob es der letzte wäre. Und dann natürlich in so einem emotionalen Spiel, wo die Stimmungen eh hochkochen werden, ist es dann natürlich sehr hoch die Gefahr, dass man ein bisschen überpaced. Zweiter gegen 17. Warum haben wir dennoch eine Chance? Weil das Derby bekanntlich seine eigenen Gesetze schreibt. Und ich glaube, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass nicht immer die Mannschaft mit dem höheren Transfermarktwert gewinnt, sondern die,
die einfach das nötige Glück auf seiner Seite hat, aber auch die, die einfach ja, es mehr wollen. Und ich hoffe, dass wir in der Woche hart arbeiten, dass wir auch aus den letzten Spielen uns das Glück, was wir uns schon erarbeitet haben, weiter haben werden. Und ich hoffe auf den Bonus des Heimspiels. Und dann hoffe ich, dass wir 3 Punkte holen. Abschließend auf einer Skala von 1 bis 100, wo ist bereits jetzt dein Adrenalin-Level, wenn du daran denkst, am Samstag hier rauszulaufen? 104. Nein, also ich freue mich einfach wirklich wahnsinnig drauf auf das Spiel. Ich merke schon, dass ich jetzt schon relativ angespannt bin, was normal bloß so 1-2 Tage vorm Spiel der Fall ist. Und wir haben heute gerade mal Anfang der Woche und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf dieses Spiel.